Ich will, sondern ich will dem Verein möglichst helfen, ich will der Mannschaft helfen. Ist jetzt keine einfache Situation, ist zwar nicht so prekär, wie es jetzt dann im Sommer war, mit dem 4-Punkten-Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz, aber natürlich, meistens ist es so, dass wenn ein Trainer entlassen wird, dass dann nicht alles zu 100% funktioniert hat, und ich versuche es dann, meine Ideen einzubringen, der Mannschaft da ein bisschen zu helfen, auch den Mut zurückzugeben, auch in sich selber, auch den Mut zurückzugeben, Überzeugung zurückzugeben, auch in die einzelnen Spieler, weil die Jungs haben was drauf. Und ich hoffe, dass man das dann am Sonntag gegen Braunschweig schon sieht. Ja, also bis jetzt alles, was ich versuche, da jetzt einzustudieren oder so wie wir uns auf Braunschweig jetzt vorbereiten wollen, haben sie bis jetzt gut aufgenommen, haben gut mitgezogen im Training, waren auch aktiv, also waren schon mit Begeisterung dabei. Also von dem her kann ich mich nicht beschweren, aber natürlich ist die Kürze der Zeit. Es ist nicht ganz so einfach, jetzt vielleicht meine Ideen auch zu 100% dann umzusetzen, aber wir werden es versuchen. Und ja, ich denke, dass der Weg zurück oft nicht richtig ist, sondern eher der Weg nach vorne, dass man einfach dann auch der Mannschaft diesen Mut vermittelt oder auch die Überzeugung vermittelt, dass wir auch Fußball spielen können, dass wir auch gut sind. Und ja, ich hoffe, dass das dann am Sonntag auch Früchte trägt. Ja, weil momentan ist schon sehr viel Trubel auch hier, auch wenn man die Medien sieht, schaut. Oder ich will einfach die Mannschaft ein bisschen wegnehmen, ich will in Ruhe mit ihr arbeiten, ich will, dass sie einfach ein bisschen abgeschottet sind von dem Ganzen, ja, was jetzt außen rum passiert, weil unser Job ist, dass wir uns gut auf den Platz vorbereiten, dass wir mit einer guten Einstellung danach nach Braunschweig fahren und vor allem auch ohne Angst. Und deswegen wollen wir einfach schauen, dass wir unter uns sind, dass wir geschlossen als Mannschaft da gut arbeiten können, und dann, glaube ich, haben wir eine gute Chance, dass wir auch in Braunschweig was zu holen. Erster, und klar, als erstes Spiel ist natürlich gleich ein Hammer, beim Tabellenführer auch noch auswärts zu spielen, aber ja, leichte Aufgaben sind ja auch nicht meins, also von dem her hoffe ich, dass ich das auch bewältigen kann. Ja, ich habe schon mal gesagt, in der zweiten Liga kann jede Mannschaft an einem guten Tag jede Mannschaft schlagen, und das ist einfach, ich habe gesagt, wir sind immer für ein Tor gut. Wir haben genügend Spiele, die Tore schießen können. Entscheidend wird sein, dass wir defensiv besser spielen, dass wir aggressiver sind, dass wir besser gegen den Ball arbeiten, dass jeder für den anderen kämpft und auch einen Fehler ausmerzt. Und das will ich einfach sehen, ungeachtet, wie dann das Spiel ausgeht.